So, Hallihallöchen, herzlich bitte hier und willkommen zurück zu Let's Play Ocean's Heart. Tatsächlich, man kann jetzt in jeden Baum rein. Jeder Baum ist verseucht, versifft, verschimmelt und in jedem Baum kann man dann... Au, natürlich wartet er im Eingang. Jeden Baum kann man dann später nochmal besuchen für nice Goodies. Vielleicht auch nochmal 3 Herzteile. Das wäre nice. Ach, und ich wünsche mir eine schnelle Reise, weil der blöde Weg geht ja... Aua! 2 Minuten. Und das ist nicht so nice. Hey. Oh, das heißt aber jetzt, dass in Eichenport auch Monster sind. Oh Gott, wir müssen uns beeilen. Komm, Tumble, Tilia. Tumble wie der Wind, wie Pusteblumen. Die da auch richtig nice im Hintergrund rumwehen. Verwandeln wir uns während des Rollvorgangs etwa auch in eine Pusteblume und sind so leicht, dass wir uns vom Wind können tragen lassen? Vielleicht. Ups, warte mal, war da Hazel? Nice. Das letzte, was ich erwartet hätte, ist dich hier unten beim Kampf gegen Monster anzutreffen. Ja, ich wollte herausfinden, ob der Mehltau auf das Lebenselixier reagiert, als ich den Eingang zu diesen Tunnels öffnete. Ich habe gelesen, dass die Wurzeln der Mana-Eiche bis zum Meer reichen. Diese Tunnels finden sich wohl an den Wurzeln entlang. Und ich glaube, die Bäume sind krank, weil sich Monster herumtreiben. Ja, das glaube ich auch. Naja, es macht mir nichts aus, ab und zu mal gegen ein Monster zu kämpfen. Aber du darfst gerne übernehmen. Treffen wir uns bei der Eiche in Eichenport, wenn... diese Monsterseuche erledigt ist. Ja, okay, treffen wir uns bei, ja, dieser Eiche halt, ne? Ach, nee! Ach so, die sind so verwurzelt. Oh, ein Glück. Ich habe schon die Angst gehabt, dass wir echt nochmal den ganzen... Au! Das war laut. Den ganzen Weg laufen müssen, aber nee, guck mal. Das ist einfach nur eine Eiche. Und wir haben jetzt quasi eine Schnellreise zu den 3 Eichen. Amalachians Zorn. Der Wald hilft uns im Kampf. Oder so. Yay! Bisschen Blüten. Das war cool. Wie ist denn in den Tunnels gelaufen? Ja, bei den Wurzeln der Bäume hat es vom Monster nur so gewimmelt. Aber ich habe mich um sie gekümmert. Wo die Tunnels zusammenlaufen, ist ein alter Schrein. Dort wachsen die Wurzeln der Eichen in einem Becken mit Salzwasser hinein. Ich glaube, das ist so eine Art Pflanzensache, die du dir ansehen möchtest. Den Zauber habe ich mitgenommen, aber ich sag dir nichts davon. Und wie? Ich werde diese Bäume weiter studieren. Anscheinend hängt die Gesundheit des gesamten Ökosystems von ihnen ab. Hier, danke für die Hilfe. Vielleicht nützt dir was, da war das Suchen nach deinem Papa. Yay, danke. Brauchen wir nicht mehr. So, der Messingschlüssel. Das muss ich googeln. Das, keine Ahnung. Lake Amber Oceans Heart. Das könnte nur ganz kurz dauern. Ah! Okay. Ich habe die Location. Es ist nur die Frage, wie wir da hinkommen. Ja, geh weg. Ja, alte Frau, gehen Sie bitte weg! Ah! Mensch, Mensch, Mensch. Piu, 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 piu.
Lilly, da. Ja, wir müssen nach... zum Ballasthafen? Oder nach Kitzkopf? Was ist schneller? Ich glaube Kitzkopf. So. Nein, wir sind eins zu hoch. Ja, so langsam kenne ich die Stadtpläne. Lake Amber war da, wo wir mit dem Legel noch die Holzpalisade nachträglich rein crashen konnten. War aber nochmal hier. Wie heißt denn das auf Deutsch, der See? Kalksteininsel. Sagen die nicht. Nee, halt, Kalksteininsel ist falsch. Das ist schon viel zu weit. Wo geht's denn nach Osten lang? Hier oben? Ah. Zephyrbucht? Was ist die deutsche Übersetzung zu Lake Amber? Scheinbar. So, und zwar ist dann hier dieses Haus, wenn ich richtig gelesen habe. Nee. Ah, ah. Nee, 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 nee. Nee, 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 die haben mich verarscht. Mossy Key Door Location. Nee, das ist was anderes. Oh Gott. Ah, nein, hier hat man einen Schlüssel bekommen. Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist nicht, wo man den Weg zum Abyss findet. Scheiße. Ach man, das ist ja jetzt ein bisschen sehr blöd, dass ich das nicht so raussehen kann. The Brass Key, den haben wir gefunden. Ah, wir müssen trotzdem nach Oakhaven zurück. Und den Brunnen neben der Bibliothek betreten. Somehow. Und ich hätte ja echt hier zum anderen Schnellreisepunkt schneller hin können. Naja, aber das war anscheinend Lake Amber hier. Dann. Naja, dass man es weiß. Und da gibt es auch einen Schlüssel zu finden. Oder der Schlüssel aus Oakhaven hat das geöffnet. Ach, I don't know. So, ich, Eichenhafen. Und dann testen wir jetzt noch hier das mit der Tür aus. Ist hier noch eine verschlossen? Hier links?
Nee, hier unten waren wir nämlich. Ach, das ist Lake... Ach Gott. Okay, nein, vergesst es, Leute. Vergesst es einfach. Vergesst es. Der Umbersee. Er wurde tatsächlich einfach so übersetzt. Gut. Welchen Brunnen habe ich gesagt? Irgendeiner. Werden nicht so viele zur Auswahl stehen. Und den? Nee. Hier wahrscheinlich. Aber ist ja auch wieder der Umbersee, ne? Kann man dann hier noch eine Tür finden? Hä? Nee, was wollen die? Ich bin hart verwirrt. You need to... How to get the last spell. Man muss anscheinend hier in den... Hä? Brunnen in der Nähe der Bibliothek. Es gibt doch keinen weiteren. Gibt es hier noch einen Brunnen? Nee, oder? Also vielleicht nur Ausgang, aber... Hä? Ich will doch nur einfach ins Abyss. Ich meine, es gibt hier unten noch einen Brunnen. Da kann man mit dem noch irgendwas machen. Da kann man nur Geld reinschmeißen, ne? Nee, hä? How to get the last spell? Sag mir doch. Ich gucke jetzt aber hier ein blödes Video an. Ja, dann. Ja, man muss zur Truhe. Und dann daneben was aufsprengen. Ich glaub's ja nicht. Wie dämlich. Danke, YouTube-Videos. Die haben das natürlich nicht in einem Textguide gesagt. So, ja, leg da eine Bombe und alles. Sondern, jo, du musst halt einfach da in den Brunnen fallen. Wie der kleine Timmy. 9 Jahre. Aber ersaufen. Ja, dann würde ich sagen, wobei, die Abyss machen wir im nächsten Part noch. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part, euer Hans-Peter, ciao.